im Boxen gewohnt. Den nächsten Kampf könnten wir dann im K1 machen oder sogar MMA. Ich würde dann darauf hin trainieren. Oder was ich auch interessant wäre natürlich Bärnacke. Da ist natürlich die Frage, ob Lorena sich drauf einlässt. Ich wäre für alles bereit, aber Nicole, du sorg erstmal dafür, dass du am 6. Mai gesund aus diesem Cage kommst. Ich schätze ihn aber nicht so ein, dass diese Frustration, die sozusagen hemmt, besser zu werden. Ganz im Gegenteil. Ich denke, es wird sein Ehrgeiz und sein Wille, sich weiter im MMA zu etablieren, noch verstärken. Und er wird noch ein besserer Athlet und Kämpfer werden. Edison Franka hat es geschafft, Michael Smolik zu bezwingen. Es ist der Erste, der Michael Smolik in seiner professionellen MMA-Karriere besiegt hat. Starke Schläge. Das kann gefährlich werden für Smolik. Glückwunsch an meinen Gegner. Nach 6 Jahren Pause wieder so eine Leistung abzurufen, verdient sehr, sehr großen Respekt. Und ich habe nicht die Leistung abgerufen, die ich gewohnt bin von mir. Ich war schon tot nach der ersten Runde. Ich weiß nicht, woran es lag. Der Nilsson hat das einfach viel, viel besser gemacht und hat auch verdient gewonnen. Und ich habe verdient verloren und ich muss jetzt das Beste daraus machen, reflektieren und ja, meine Fehler verbessern. Ich werde jetzt auf keinen Fall mich in die Ecke verkriechen und mit MMA aufhören. Ich werde an meinen Defiziten arbeiten, an meinen Fehlern arbeiten und stärker zurückkommen. Schlag geliefert, gut gegen guten Mann gekämpft, der sowohl im Stand als auch im Boden sehr gefährlich war. Absolut. Also Respekt an dieser Stelle und das sagen wir nicht nur, weil wir jetzt mit Smolik befreundet sind. Also das ist jetzt eine objektive Meinung. Der Typ hat auf jeden Fall eine Menge Halbschwergewichte in Deutschland genauso gefinisht, wenn nicht sogar früher. Da sitze ich nun wie der größte Lappen auf der Welt. Manchmal läuft es halt nicht im Leben so, wie man sich es vorstellt. Ich muss einmal den lieben Gott danken, die ganze Familie, die in Brasilien gerade zuschaut, Mutter, Kind, die ganze Familie einfach, sein Manager und Coach. Daniel, der das hier alles ermöglicht hat, der ihm die Möglichkeit gegeben hat, mal wieder zu kämpfen. Der freut sich einfach, nach 6 Jahren mal wieder rein zu können und zu kämpfen. Er hofft es auf jeden Fall, wieder rein zu dürfen und ist ready für den nächsten Krieg hier. Obrigado, Edison Franca. Los.
Kampf vorzeitig durch K.O. gewinne, dann würde ich mich natürlich unglaublich freuen, weil sich dann quasi mein Plan verwirklicht hat, weil ich es geschafft habe, alles, wofür ich trainiert habe, umzusetzen. Mein Vorteil ist auf jeden Fall die Reichweite und sie wird Schwierigkeiten haben, sich in diesem Cage zu bewegen, weil ich sie stellen werde. Ich komme aus dem MMA, also bin ich auch viel unorthodoxer und ja, sie ist das gerade Boxen gewohnt. Den nächsten Kampf könnten wir dann im K1 machen oder sogar MMA. Ich würde dann darauf hin trainieren. Oder was ich auch interessant wäre natürlich Bärnackel. Da ist natürlich die Frage, ob Lorena sich drauf einlässt. Ich wäre für alles bereit, aber Nicole, du sorg erstmal dafür, dass du am 6. Mai gesund aus diesem Cage kommst. Ich schätze ihn aber nicht so ein, dass diese Frustration, die sozusagen hemmt, besser zu werden. Ganz im Gegenteil. Ich denke, es wird sein Ehrgeiz und sein Wille, sich weiter im MMA zu etablieren, noch verstärken. Und er wird noch ein besserer Athlet und Kämpfer werden. Edison Franka hat es geschafft, Michael Smolik zu bezwingen. Es ist der Erste, der Michael Smolik in seiner professionellen MMA-Karriere besiegt hat. Starke Schläge, das kann gefährlich werden für Smolik. Glückwunsch an meinen Gegner, nach 6 Jahren Pause wieder so eine Leistung abzurufen, verdient sehr, sehr großen Respekt und ich habe nicht die Leistung abgerufen, die ich gewohnt bin von mir. Ich war schon tot nach der ersten Runde, ich weiß nicht, woran es lag. Der Nilsson hat das einfach viel, viel besser gemacht und hat auch verdient gewonnen. Und ich habe verdient verloren und ich muss jetzt das Beste daraus machen, reflektieren und ja, meine Fehler verbessern. Ich werde jetzt auf keinen Fall mich in die Ecke verkriechen und mit MMA aufhören. Ich werde ja, an meinen Defiziten arbeiten, an meinen Fehlern arbeiten und stärker zurückkommen. Schlag geliefert, gut gegen guten Mann gekämpft, der sowohl im Stand als auch im Boden sehr gefährlich war. Absolut. Also Respekt an dieser Stelle und das sagen wir nicht nur, weil wir jetzt mit Smolik befreundet sind. Also das ist jetzt eine objektive Meinung. Der Typ hat auf jeden Fall eine Menge Halbschwergewichte in Deutschland genauso gefinisht, wenn nicht sogar früher. Da sitze ich nun wie der größte Lappen auf der Welt. Manchmal läuft es halt nicht im Leben so, wie man sich es vorstellt. Ich muss einmal den lieben Gott danken, die ganze Familie, die in Brasilien gerade zuschaut, Mutter, Kind, die ganze Familie einfach, sein Manager und Coach. Daniel, der das hier alles ermöglicht hat, der denen die Möglichkeit gegeben hat, mal wieder zu kämpfen. Der freut sich einfach, nach 6 Jahren mal wieder rein zu können und zu kämpfen. Er hofft es auf jeden Fall, wieder rein zu dürfen und ist ready für den nächsten Krieg hier. Obrigado, Edison Franca. Gut. We'll be right back.
Kampf vorzeitig durch K.O. gewinne, dann würde ich mich natürlich unglaublich freuen, weil sich dann quasi mein Plan verwirklicht hat, weil ich es geschafft habe, alles, wofür ich trainiert habe, umzusetzen. Mein Vorteil ist auf jeden Fall die Reichweite und sie wird Schwierigkeiten haben, sich in diesem Cage zu bewegen, weil ich sie stellen werde. Ich komme aus dem MMA, also bin ich auch viel unorthodoxer und ja, sie ist es gerade Boxen gewohnt. Den nächsten Kampf könnten wir dann im K1 machen oder sogar MMA. Ich würde dann daraufhin trainieren. Oder was ich auch interessant wäre natürlich Bernacke. Da ist natürlich die Frage, ob Lorena sich drauf einlässt. Ich wäre für alles bereit, aber Nicole, du sorg erstmal dafür, dass du am 6. Mai gesund aus diesem Cage kommst. Ich schätze ihn aber nicht so ein, dass diese Frustration, die sozusagen hemmt, besser zu werden. Ganz im Gegenteil. Ich denke, es wird sein Ehrgeiz und sein Wille, sich weiter im MMA zu etablieren, noch verstärken. Und er wird noch ein besserer Athlet und Kämpfer werden. Edison Franka hat es geschafft, Michael Smolik zu bezwingen. Es ist der Erste, der Michael Smolik in seiner professionellen MMA-Karriere besiegt hat. Trifft hier auch starke Schläge. Das kann gefährlich werden für Smolik. Glückwunsch an meinen Gegner. Nach 6 Jahren Pause wieder so eine Leistung abzurufen, verdient sehr, sehr großen Respekt. Und ich habe nicht die Leistung abgerufen, die ich gewohnt bin von mir. Ich war schon tot nach der ersten Runde. Ich weiß nicht, woran es lag. Der Nilsson hat das einfach viel, viel besser gemacht und hat auch verdient gewonnen. Und ich habe verdient verloren und ich muss jetzt das Beste daraus machen, reflektieren und ja, meine Fehler verbessern. Ich werde jetzt auf keinen Fall mich in die Ecke verkriechen und mit MMA aufhören. Ich werde an meinen Defiziten arbeiten, an meinen Fehlern arbeiten und stärker zurückkommen. Schlacht geliefert, gut gegen guten Mann gekämpft, der sowohl im Stand als auch im Boden sehr gefährlich war. Absolut. Also Respekt an dieser Stelle und das sagen wir nicht nur, weil wir jetzt mit Smolik befreundet sind. Also das ist jetzt eine objektive Meinung. Der Typ hat auf jeden Fall eine Menge Halbschwergewichte in Deutschland genauso gefinisht, wenn nicht sogar früher. Da sitze ich nun wie der größte Lappen auf der Welt. Manchmal läuft es halt nicht im Leben so, wie man sich es vorstellt. Erst einmal den lieben Gott danken, die ganze Familie, die in Brasilien gerade zuschaut, Mutter, Kind, die ganze Familie einfach, sein Manager und Coach. Daniel, der das hier alles ermöglicht hat, der ihm die Möglichkeit gegeben hat, mal wieder zu kämpfen. Der freut sich einfach, nach 6 Jahren mal wieder rein zu können und zu kämpfen. Er hofft es auf jeden Fall, wieder rein zu dürfen und ist ready für den nächsten Krieg hier. Obrigado, Edilson Franca. Prost. We'll be right back.
Hello, hello, hello. In Main. Abzurufen verdient sehr, sehr großen Respekt und ich habe nicht die Leistung abgerufen, die ich gewohnt bin von mir. Ich war schon tot nach der ersten Runde, ich weiß nicht, woran es lag. Der Nilsson hat das einfach viel, viel besser gemacht und hat auch verdient gewonnen und ich habe verdient verloren und ich muss jetzt das Beste daraus machen, reflektieren und ja, meine Fehler verbessern. Ich werde jetzt auf keinen Fall mich in die Ecke verkriechen und mit MMA aufhören. Ich werde an meinen Defiziten arbeiten, an meinen Fehlern arbeiten und stärker zurückkommen. Schlacht geliefert, gut gegen guten Mann gekämpft, der sowohl im Stand als auch im Boden sehr gefährlich war. Absolut. Also Respekt an dieser Stelle und das sagen wir nicht nur, weil wir jetzt mit Smolik befreundet sind. Also das ist jetzt eine objektive Meinung. Der Typ hat auf jeden Fall eine Menge Halbschwergewichte in Deutschland genauso gefinisht, wenn nicht sogar früher. Da sitze ich nun, wie der größte Lappen auf der Welt. Manchmal läuft es halt nicht im Leben so, wie man sich es vorstellt. Ich muss einmal den lieben Gott danken, die ganze Familie, die in Brasilien gerade zuschaut, Mutter, Kind, die ganze Familie einfach, sein Manager und Coach Daniel, der das hier alles ermöglicht hat, der denen die Möglichkeit gegeben hat, mal wieder zu kämpfen. Der freut sich einfach, nach 6 Jahren mal wieder rein zu können und zu kämpfen. Er hofft es auf jeden Fall, wieder rein zu dürfen und ist ready für den nächsten Krieg hier. Obrigado, Edilson Franca. Us.
unser Logo. Es liegt der Bundesregierung eine Software vor, können ausgeben, die an die KI in einem Telefongespräch an seiner Stimme erkennen kann und es dann geht es nach einem. Ich schätze aber nicht so ein, dass diese Frustration, die sozusagen hemmt, besser zu werden, ganz im Gegenteil. Ich denke, es wird sein Ehrgeiz und sein Wille, sich weiter im MMA zu etablieren, noch verstärken und er wird noch besserer Athlet und Kämpfer werden. Edison Franka hat es geschafft, Michael Smolik zu bezwingen. Es ist der erste, der Michael Smolik in seiner professionellen MMA-Karriere besiegt hat. Starke Schläge. Das kann gefährlich werden für Smolik. Glückwunsch an meinen Gegner. Nach 6 Jahren Pause wieder so eine Leistung abzurufen, verdient sehr, sehr großen Respekt. Und ich habe nicht die Leistung abgerufen, die ich gewohnt bin von mir. Ich war schon tot nach der ersten Runde. Ich weiß nicht, woran es lag. Der Nilsson hat das einfach viel, viel besser gemacht und hat auch verdient gewonnen. Und ich habe verdient verloren und ich muss jetzt das Beste daraus machen, reflektieren und ja, meine Fehler verbessern. Ich werde jetzt auf keinen Fall mich in die Ecke verkriechen und mit MMA aufhören. Ich werde ja, an meinen Defiziten arbeiten, an meinen Fehlern arbeiten und stärker zurückkommen. Schlag geliefert, gut gegen guten Mann gekämpft, der sowohl im Stand als auch im Boden sehr gefährlich war. Absolut. Also Respekt an dieser Stelle und das sagen wir nicht nur, weil wir jetzt mit Smolik befreundet sind. Also das ist jetzt eine objektive Meinung. Der Typ hat auf jeden Fall eine Menge Halbschwergewichte in Deutschland genauso gefinisht, wenn nicht sogar früher. Da sitze ich nun wie der größte Lappen auf der Welt. Manchmal läuft es halt nicht im Leben so, wie man sich es vorstellt. Ich sage mal den lieben Gott danken, die ganze Familie, die in Brasilien gerade zuschaut, Mutter, Kind, die ganze Familie einfach, sein Manager und Coach. Daniel, der das hier alles ermöglicht hat, der ihm die Möglichkeit gegeben hat, mal wieder zu kämpfen. Der freut sich einfach, nach 6 Jahren mal wieder rein zu können und zu kämpfen. Er hofft es auf jeden Fall, wieder rein zu dürfen und ist ready für den nächsten Krieg hier. Obrigado, Edilson Franca. Us.
Hallo und herzlich willkommen in der GMC Arena mit Sebastian Hackl und Harry Weber an meiner Seite. Herzlichen Dank für diese wunderbare Einführung. Mein Mikrofon funktioniert im Gegensatz zu deinem. Sebastian Hackl hat sich vorgestellt. Für diejenigen, die es nicht gehört haben, kennt ihn ja längst. Ja, ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich höre mich selber noch nicht, aber ist ja auch egal. Jetzt. Also, nochmal, hallo und herzlich willkommen hier in der GMC Arena. Kleine technische Schwierigkeiten, so ist das eben beim Live-Fernsehen. Ne? Morgen gibt es eine große Premiere, das wollte ich sagen, Harry. Es geht ja nicht um uns beide, wir kennen uns ja. Morgen gibt es die Premiere der GMC Special Fight Series. Und da sehen wir nicht unbedingt nur Profis, sondern wir sehen auch Rapper, bekannte Persönlichkeiten, die ihre privaten Fäden untereinander austragen werden. Ich glaube, einen sportlicheren Weg, seine Probleme aus der Welt zu schaffen, gibt es eigentlich kaum. Zwei Paarungen, die wir da haben, und wir gehen ja quer durch die Kampfsportarten, MMA, K1, Boxen, meine alte Schule. Jawohl, da werden alle Vorlieben bedient und ihr könnt natürlich dabei sein. German-MMA.de, das ist eure Adresse. Dieses Event gibt es als Pay-Per-View für 12,99. Die GMC Arena wird morgen ein Hexenkessel sein. Hier passt keine nasse Zeitung mehr rein. Komplett ausverkauft, also bitte auch nicht mehr anreisen. Wir sind komplett voll, aber German-MMA.de, da könnt ihr das Event verfolgen. 12,99, glaube ich, auch ein ganz okay der Preis, ne, für den ganzen Kampfabend und verschiedene Disziplinen. Zum Reinschnuppern, die ersten drei Kämpfe gibt es im Free noch. Genau. Und die restlichen 5 Kämpfe, 8 haben wir insgesamt im Angebot, dann auf Pay-Per-View. Auch 12,99 ist ein vernünftiger Preis für das, was man dann hier geboten bekommt. Nicht nur Kampfpur, sondern auch Showpur, da bin ich mir sicher. Auf jeden Fall, wir haben einige Acts. Faber wird auftreten, das gibt es dann ab 19 Uhr live, kostenlos auf dem GMC-YouTube-Kanal, sowie die ersten drei Kämpfe, unsere Prelims. Dann gibt es noch einen Live-Act von Iconic, der ist ebenfalls kostenlos für die YouTube-Zuschauer. Und dann muss man die 12,99 berappen, German-MMA.de. Special Fight Series, es könnte der Start einer großen Sache sein. Man sieht es ja auch international, dass diese YouTuber-Kämpfe, diese Promi-Kämpfe immer beliebter werden. Ne? Naja, das ist natürlich mittlerweile Tradition geworden und die sind ja alle sehr stolze Menschen. Und wie trägt sich Stolz am besten aus und Ehre im Kampf, im Ring geschehen? Da hat jetzt zum Beispiel Bösemann schon Erfahrung gemacht, nicht ganz so gute Erfahrung mit Sinan Chi. Das soll dieses Mal sicherlich besser werden, aber hat sich bei Manuelsen echt einen Brocken ausgesucht. Ja, das ist ein Mann mit 1,97 und 143 Kilogramm. Also Manuelsen, muss ich sagen, ist ein Wummer, wird einiges an Schlagkraft mitbringen. Wobei ich glaube, seine Stärke in dem Duell ist tatsächlich seine Technik. Mag sich komisch anhören. Ich habe seinen Jab gesehen, seine Führhand, seine Beinarbeit. Das wirkt sehr flüssig. Ich glaube, Bösemann wird über den Kampf kommen, wird das Ding im Infight entscheiden wollen. Und Manuelsen mit Sicherheit der technisch bessere Kämpfer. Aber das muss nicht immer den Ausschlag geben in so einem Duell. Ne? Du weißt selbst, wie es ist. Du gehst in den Käfig rein, kannst reden haben, wie du willst. Es ist alles weg. Die Luft ist weg, die Ausdauer ist weg. Du bist wie im Trance. Und dann kommt es halt darauf an, wer ist der härtere Hund. Und da ist Bösemann sicherlich nicht zu unterschätzen. Mike Tyson hat mal gesagt, everybody's got a plan until they get hit. Also jeder hat einen Plan, bis er auf die Schnauze bekommt. Die Wahrheit wird morgen hier im Cage gesprochen. Tatsächlich werden die Boxkämpfe, Kickboxkämpfe und natürlich auch die MMA-Kämpfe allesamt hier im GMC Octagon stattfinden. Interessante Umgebung, Harry, du hast früher auch geboxt. Was sagst du? Für den Boxer ist es natürlich natürlicher im Ring anzutreten. Hier im Octagon kann man sich nicht stellen lassen. Du kannst immer rauszirkeln, du kannst nicht in die Ecke gedrängt werden. Das sollte eigentlich dafür sorgen, dass so ein Kampf flüssiger läuft und mehr Action stattfindet. Genauso erwarte ich es auch. Du hast natürlich ein bisschen mehr Raum und kannst im Ring ja als Boxer eigentlich mit den Ringseilen gut arbeiten. Nicht über die Ringseile rein und raus pendeln, dadurch die Aktionen einleiten. Das ist hier nicht möglich. Also du musst eigentlich aktiv bleiben. Ja. Dieses klassische Roper-Dope, ja, wie es Muhammad Ali berühmt gemacht hat. Ja, wir haben auch noch andere Leckerlis hier auf der Karte und wir haben zwei harte Hunde, die auch eine meterlange Rechnung offen haben. Ayuni und Amar 47. Ich habe die hier sitzen sehen vor ein paar Tagen und es wirkte nicht ganz so freundschaftlich. Sie wollen sich am Ende die Hand geben, aber vorher erwarte ich schon eine ziemlich harte Ballerei zwischen den beiden. Ich bin mir auch ganz sicher, dass für beide sehr viel am Spiel steht. Deshalb sehr viel Druck auf beiden lastet. Da sind wir wieder bei dem Problem. Hast du genug Energie, mit diesem Druck dann auch im Käfig umzugehen? Und es ist eine lange Zeit, die du überwinden musst. Also da wird sich auch wieder der härtere Hund durchsetzen. Amar 47 mit einem legendären Zitat. Ich saß gestern im Zug und ich schaue mir das Ganze auf YouTube an. Und dann sagt er so, naja, auf der Straße können wir es nicht regeln. Ich habe eine Bewährung offen, deswegen kämpfen wir hier bei GMC. Und ich lache halt richtig laut im Zug und alle schauen mich so an. Aber scheint ein stabiler Typ zu sein mit stabilen Fäusten. Er will es morgen klären. Technisch verspreche ich mir ein Feuerwerk von Annabel Honert und Christina Breuer. Ja. Christina Breuer, ja, die
einzige Deutsche, die bisher bei One Championship im Kickboxen aktiv war. Das sagt einiges über ihre Qualität. Das wird ein MMA-Kampf, aber ich erwarte mir auch da starke Striking, starke Szenen im Stand. Bei Christina Breuer wissen wir, die scheut ja auch kein Sparring mit den Männern. Benny Bayrami hat sie auch nicht hergenommen. Auch das hat die wunderbar weggesteckt. Du hast sie, glaube ich, im Februar das letzte Mal vom Mikrofon gehabt. Aha. Da hat die innerhalb von 2 Monaten 8 bis 10 Kilogramm verloren. Also in der Dame steckt richtig Zunder. Ja, Christina Breuer, so meine Inspiration, jetzt auch wieder ein paar Pfunde zu verlieren. Also das Mädel, wenn du auf Instagram in der Story siehst, immer hart am Arbeiten, motiviert mich. Was haben wir noch? Wesley Vormanns gegen Tobias Balzer, der zurückkehrt. Tobias Balzer ja schon einige Male aktiv gewesen im MMA bei GMC, ist einer der beliebtesten Kämpfer. Am Boden versucht er, die Dinger zu entscheiden. Im Stand versucht er, Fäuste und Knie und Kicks fliegen zu lassen. Morgen tritt er im Boxen an gegen einen Mann, der viel mehr Erfahrung hat. Du weißt es besser als ich als ehemaliger Boxer. Wie viel ist diese Erprobtheit, diese Wettkampferprobtheit wert, diese Routine in einem Boxkampf? Ich denke eine ganze Menge, oder? Nein, MMA legst du nicht ganz so viel Wert auf klare, saubere Fäuste, auf gerade Führhände zum Beispiel, auf die Schulterarbeit. Im MMA bist du mehr damit beschäftigt, die Vielseitigkeit abzudecken. Wenn einer klar aufs Boxen spezialisiert ist, ist es sicherlich für den MMA-Kämpfer etwas schwieriger. Aber wenn einer damit umgehen kann, Tobias Balzer hat mich an seinen Kämpfen eigentlich immer überzeugt. Ein beeindruckender Kämpfer, muss ich wirklich zugeben. Auch gegen Maxa haben wir den noch live gesehen. Große Kämpfe gemacht. Wenn einer das hinbekommt, dann sicherlich der Tobias. Wie ist es umgekehrt für den Boxer, wenn du mit jemandem kämpfst, der unorthodox ist, der nicht klassisch boxt, der vielleicht auch ein bisschen wild ist und Dinge aus Winkeln bringt, die du aus dem Training nicht kennst? Genau das bringt dich ins Geschäft als MMA-Kämpfer. Dass du nicht das klassische Boxen lieferst, sondern dass du mit Heumachern kommst beispielsweise, dass du unorthodoxe Bewegungen drin hast. Das bringt den Boxer aus dem Rhythmus, aus dem Gleichgewicht und damit natürlich auch die bessere Chance für den MMA-Kämpfer. Es wird hochspannend. Jetzt habe ich ein bisschen Gänsehaut bekommen, muss ich sagen. Ich habe Bock. Tobias Balzer sowieso, stabiler Typ. Dann haben wir King K.O. morgen am Start. Da drüben sitzt er, ne? Kemal Sali in the house gegen Hamza Davliatmirov. Beide kommen aus dem MMA, haben aber eine Ballerei versprochen. Ich zitiere hier nur, ne? Ich bin da, will da kein Wort in den Mund legen. Ich glaube, das wird was. Das könnte so ein bisschen Fight of the Night werden. Kemal mit seinem verrückten Blick, wenn er darauf losballert, habe ich Bock drauf. Naja, der war ja schon als 18-, 19-Jähriger ein unglaubliches Tier gewesen. Unglaublich starke Einstellung. Und schau dir den Kampf an. Benny Bayrami, die haben sie auch angekündigt, beide. Und haben beide geliefert. Riesenkampf. Also bei Kemal bin ich mir sicher, der sorgt wieder für ein richtiges Schauspiel hier. Das wird der erste Kampf, den ihr dann erwerben müsst für 12,99 unter german-mma.de. Also morgen das Debüt der GMC Special Fight Series. Die ersten 3 Kämpfe gibt es umsonst. Nochmal GMC-YouTube-Kanal, einfach vorbeischauen, Live-Acts genießen, knackige Action. Ein Kampf im MMA, einer im K1, noch einer im MMA. Da ist auch ein bisschen Vielseitigkeit geboten. Das soll euch dann Lust machen. Hier ist kein Platz mehr. Also das ist auch so ein Faktor, den ich noch ansprechen möchte. Ausverkaufte Hütte. So ein bisschen Fight Club-Feeling, wie bei Brad Pitt im Film. Ne? Die Zuschauer hocken so einen halben Meter vom Cage weg. Das pusht nochmal so die extra 10% aus so einem Kämpfer raus. Das ist ja auch für uns nochmal ein extra 10%, die du rausgepusht, wenn du hier am Ring, am Käfig sitzt und hinter dir die Post abgeht. Da geht dir die Gänsehaut im Nacken hoch. Also ich glaube, die Stimmung morgen wird bestens werden für das, was wir uns erhoffen. Das wird wahrscheinlich darüber rausgehen, was wir dann kämpfen geliefert bekommen. Absolut. Ich glaube, davon wird dieses Event leben. Die GMC Arena ist ja ein Hexenkessel. Morgen wird sie so voll sein wie noch nie zuvor. Also auch das so ein bisschen historisch, so ein kleiner Meilenstein in der GMC-Geschichte. Ich habe richtig Bock drauf. Und ja, warum reden wir so lange? Das sollten wir vielleicht auch mal erwähnen. Ne? Also der Herr Bösemann, unser ja, 50% wenigstens mal des Main Events, hat noch die Anreise in den letzten Zügen und bis dahin müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis wir dann einwiegen können. Aber schön langsam sollte dem Vergnügen nichts mehr im Wege stehen. Ne? Ein Wort vielleicht noch ganz kurz zu dem Kampf, der nicht stattfindet, Schäfer gegen Cubero. Auf den haben wir uns ja auch riesig gefreut. Ja. Vielleicht an der Stelle noch gute Besserungswünsche an Nicole Schäfer, die hat es richtig erwischt. Mhm. Die lag vor ein paar Tagen noch mit Schüttelfrost im Bett. Also das wäre auch ein Ding gewesen, bitte verschieben, weil da freuen wir uns schon auch noch im Herbst noch drauf, wenn es dann klappen sollte. Diese Überleitung schnappe ich mir, denn wir werden Lorena trotzdem sehen am 20. Mai und das ist ja auch eine richtige Bombenveranstaltung. GMC 34 mit dem Comeback von Michael Smolik. Es ist das Rückmatch gegen Franka, gegen Edilson Franka, der Mann, der ihm die Niederlage beigebracht hat im vergangenen Sommer. Das wird ein Ding. Also da steht viel auf dem Spiel für Michael Smolik. Es ist so eine Redemption Story, wie die Amerikaner immer sagen. Dieses Mal will er gewinnen, aber leicht wird es nicht. Das wird ganz sicherlich nicht leicht, weil wie der Brasilianer seinen Körper in Tschechien, im August war es in Tschechien, eingesetzt hat, das war schon sehr beeindruckend.
Also die Bodenarbeit, das ist sicherlich eine schwere Aufgabe für mich als Monik, damit vielleicht auch ein bisschen anders umzugehen. Aber ich habe den Michael jetzt ein bisschen auf YouTube verfolgt, ist er sehr ruhig geworden. Der nimmt das verdammt ernst. Der trainiert verdammt gut, hat sein ganzes Leben darauf ausgerichtet, aktuell um diesen Rückkampf zu gewinnen. Er hat selbst gesagt, vielleicht sein größter Kampf jemals. Das sind gewichtige Worte. Edilson Franca, ich habe mir auch ein bisschen umgehört in der Szene, scheint auch sehr hart zu trainieren, so austrainiert wie noch nie zuvor zu sein. Also markiert euch das ganz dick im Kalender, 20. Mai, GMC 34. Mein Fight of the Night, ich bin da jetzt auch mal ganz parteiisch, obwohl ich es nicht sein sollte. Osama El Zayn gegen Christian Draxler, das Duell um den vakanten Titel im Leichtgewicht. Wenn so ein Titel auf dem Spiel steht, den momentan keiner hält, dann ist das ja auch so ein bisschen die Gelegenheit, der Division deinen Stempel aufzudrücken, so eine neue Ära einzuläuten. Ne? Ich glaube, es ist für El Zayn gar keine einfache Aufgabe, weil er, obwohl er das Heimspiel hat, aber Draxler ist ein starker junger Mann, starker Kämpfer, der mit sich in die richtige Einstellung kommen wird. Ich gebe dir völlig recht, das wird in jedem Fall ein zweiter Knaller. Ich würde es jetzt nicht über den Smolny-Kampf setzen, aber einer, der mich auch sehr reizt, auf den ich mich sehr freue. Osama El Zayn und seine Energie, die kennen wir ja bestens. Ja, wenn du die Geschichte der Division anschaust mit Mograbinski, mit Shamil Chan, da gab es so viele große, hochdekorierte Titelträger auch in anderen Gewichtsklassen und Organisationen, die dieser Division eben ihren Stempel aufgedrückt haben. Jetzt hat ein neuer Mann die Chance, da die Nummer 1 zu sein. Leichtgewicht, die Conor McGregor-Klasse, eine der schnellsten, eine der interessantesten. Wenn man auf die UFC zum Beispiel schaut, vielleicht die Klasse mit den besten Kämpfern all around, weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, es gibt nicht so viele Menschen, die mit 120 Kilo gut kämpfen können, es gibt auch nicht viele ganz kleine Menschen, aber so der Durchschnittsmensch hat um die 70 Kilo, deswegen gibt es einen großen Pool an Kämpfern in dieser Gewichtsklasse. Das Leichtgewicht für mich immer die Division, wo die besten Kämpfer und die beste Breite vorhanden ist. Bin ich völlig bei dir, Leistungsdichte im Leichtgewicht zieht dir am größten. Dass das die Königsklasse ist im Schwergewicht, mag im Boxen zutreffen oder mag es vielleicht früher im Boxen zugetroffen haben. Ich bin mittlerweile beim UFC ganz bei dir. Leichtgewicht ist die Klasse mit den besten Kämpfern, mit der größten Breite an den besten Kämpfern, das ist die Elite. Ja, das ist ein absolutes Haifischbecken, wenn du da an Habib denkst zum Beispiel, der zurückgetreten ist. Da. Wie gesagt, unser Kampf im Leichtgewicht am 20. Mai, GMC 34. Osama El Zayn gegen Christian Draxler. Die vakante Krone steht auf dem Spiel. Ja, und ich denke, dann sind wir da auch unserer Pflicht nachgekommen und haben da ein bisschen vorausgeblickt. Also das sollte man sich auf jeden Fall reinziehen. Da steht, glaube ich, auch so ein bisschen der Sport wieder mehr im Vordergrund. Morgen erwarte ich mir sehr viel Entertainment und ich erwarte mir, das sage ich gerne nochmal, eine großartige Atmosphäre. Genau das wird es morgen sein. Es wird aber eine Mischung. Es ist nicht nur die Show, sondern es gibt auch herausragende Kämpfe ganz nebenbei, die wir auch noch haben, zu diesen zwei Show-Acts, nenne ich sie jetzt mal, die aber allesamt entsprechend trainiert haben. Ich meine, böser Mann ist jetzt ein Typ, von dem ich nicht erwartet habe, dass der plötzlich anfängt, Bergläufe zu machen, dass der wie ein Hai im Becken schwimmt, Bahnen schrubbt wie ein Irrer. Ne? Also er nimmt das schon auch sehr ernst. Wir haben es ja letzte Woche gesehen im Showtraining. Das war schon, also gerade bei Manuelsen, sehr beeindruckend, was er uns da gezeigt hat. Ja, Cardio ist immer ein Faktor, ob es im MMA ist, im Boxen ist, im Kickboxen. Da gibt es diesen Spruch, Müdigkeit kann aus jedem Kämpfer einen Feigling machen. Wenn du keine Kontrolle mehr hast über deinen Körper, ist es egal, welche Fähigkeiten du hast. Wenn du nicht mehr kannst, wenn du nichts mehr bringen kannst, dann gehst du unter. Und ich glaube, das wird ein ganz, ganz großer Faktor morgen. Das sind keine Profiathleten und damit will ich sie nicht schlecht reden. Aber wer da schneller müde wird, der wird wahrscheinlich den Kürzeren ziehen, unser Main Event. Das ist die Hauptschlagader, darauf läuft das raus. Und ich bin der Meinung, 5x2 Minuten Boxen, das ist für beide Schwergewichtler, die sie ja nun mal sind, eine monumentale Herausforderung. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass das tatsächlich 5 Runden lang gehen kann zwischen den beiden. 143 Kilo mit Blut, mit Sauerstoff zu versorgen, ist eine Aufgabe, das sage ich dir. Also Manuelsen muss auf jeden Fall mal ökonomisch arbeiten. So wild drauf losballern würde ich ihm nicht unbedingt raten. Aber er scheint technisch gut ausgerüstet zu sein. Also davon war ich wirklich am meisten überrascht. Letztes Wochenende habe ich mir das Training hier angeschaut. Ja, und dann merkst du, das sind keine Vollprofis, aber Manuelsen für mich rausgestochen. Saubere Führhand, gute Beinarbeit und das traut man einem Mann einfach nicht zu, der fast 3 Zentner wiegt. Aber wenn 3 Zentner kontrolliert auf dich zukommen, das musst du auch mal psychisch abkönnen. Ne? Also ich bin der Meinung, aus dem hätte man Foreman machen können. Erinnert mich sehr an die starke Zeit von George Foreman. Dafür, dass er ein Hobbyboxer ist und er legt ja auch Wert darauf, nicht als Profi bezeichnet zu werden, ist er ja sehr respektvoll mit diesem Thema umgegangen, hat eine richtig starke Leistung präsentiert. Die Frage ist nur,
Wie kann Bösemann in den ersten ein, zwei Runden mit seinen heftigen Aktionen von außen kommen, mit diesen großen Schritten, die er ja macht? Wie viel Schaden kann er anrichten? Wie viele Treffer kann er landen? Und wie kommt der Manuelsen damit klar? Ja, wer kommt zu seinen Positionen, würde ich auch mal sagen. Manuelsen wird ja eher von außen mit der langen Führhand operieren. Bösemann muss rein, muss in die Pocket, vielleicht ein bisschen dreckig mit Uppercuts, Dirty Boxing, an den Cage vielleicht auch ran. Es wird sehr spannend. Das ist so ein Krieg zweier Welten. Bösemann unter 1,80, auch ein massiver, kompakter Typ, aber völlig verschiedene Körpertypen auch. Also das wirft sehr viele Unwägbarkeiten auf, so würde ich es mal nennen wollen. Aber das macht es doch gerade schön, oder? Unwägbarkeiten sind eigentlich das Schönste. Ich glaube, bei denen kommt es auch sehr darauf an, wer hat seine Emotionen in diesem Kampf am besten im Griff. Ja, ja. Denn Emotionen kannst du da drin nicht gebrauchen im Käfig. Ne? Das nimmt dir dann, drückst dir irgendwann die Müdigkeit aus jeder einzelnen Pore raus. Ja. Und dann bist du nicht mehr fähig, deinen Körper entsprechend zu kontrollieren. Wenn der Stress hochgeht, geht die Leistung oftmals auch runter. Ja, keine Ahnung. Ayuni gegen Amar. Ich muss trotzdem sagen, das ist der Kampf, den ich auch so ein bisschen auf dem Schirm habe. Ich habe es vorhin gesagt, Kemal Sali gegen Hamza Davliatmirov ist so ein Kampf, auf den ich mein Auge geworfen habe. Tobias Balzer natürlich. So mehr ich auf die Karte schaue, desto mehr Lust bekomme ich. Und wenn wir da morgen sitzen und die Leute schreien dir in den Nacken und pushen die Kämpfer und Kämpferinnen nach vorne, das sind so die Momente, für die man lebt. Du kennst es aus dem Fernsehstudio, kommentieren, das ist das eine. Aus der Tonkabine operieren, okay, alles gut, da ist man auch dabei, da macht man auch seinen Job gerne. Aber so für diese Momente lebt man einfach, diese Live-Atmosphäre, das Adrenalin. Das riecht schon ganz anders in so einem Hexenkessel, ne? Ja, Stimmung kannst du nicht kaufen. Ich meine, ich mache ja mittlerweile viel im Homestudio, aber alles, was du live vor Ort machst, ist nochmal so ein zusätzlicher Push. Wir sind praktisch auf dem Stuhl sitzend mittendrin in diesem Kampfgeschehen. Du fieberst entsprechend mit. Das kostet mich auch wahrscheinlich jedes Mal ein, zwei Kilo. Und die kann ich eigentlich nicht hergeben. Die brauche ich dringend. Kilo sind okay, solange es keine Lebensjahre sind. Ne? Also das ist ganz okay. Ich frage nochmal anstandshalber nach, wie weit ist denn der Herr Bösemann? Ist der 10 Minuten, wird mir signalisiert. Ja, dann sollten wir vielleicht auch nochmal über das sprechen, was ihr morgen umsonst sehen könnt. Kostenlos auf dem GMC-YouTube-Kanal gehen wir ein bisschen durch unsere Prelims durch. Da sticht für mich eines raus, und zwar der zweite Kampf. Ein 16-Jähriger gegen einen 18-Jährigen im K1-Kickboxen. Robert Nickel gegen Felix Gülker. Und es ist nicht so, dass beide unbefleckte Blätter sind. Die haben richtig viele Amateurkämpfe gemacht. Und die Jungs werden steil gehen morgen Abend. Wobei ich den Vorteil da sehe, was die Kampferfahrung betrifft, bei Felix Gülker. Ich habe großen Respekt vor dem Mumm des 16-Jährigen Nickel. Ja. Und ich verspreche mir sehr viel von den Jungen an der Zukunft. Also ich glaube, es sind beide sehr starke Kämpfe, auf die man in Zukunft bauen kann. Ja, du musst auch mal mit dem Gedanken klarkommen, da kommt einer, der kann nicht mal selbst hier hinfahren, weil der noch nicht Auto fahren kann, aber der wird morgen vor knapp 1000 Leuten hier stehen und sein Können zum Besten geben. Also auf jeden Fall Hut ab, den ich nicht aufhabe. Er könnte mit der 50er kommen, das ginge noch. Muss ein bisschen mehr Zeit nehmen zum Fahren. Oder mit dem alten KS80 Zündapp, das ging ja auch noch. Ja, ja, oldschool eben. Ne? Vlad Pristoma gegen Berkan Badur, das wird der Eröffnungskampf sein. Das ist ein MMA-Fight. Vom Best Gym kommt Pristoma, vom Fight Club Gelsenkirchen, der Local Hero, der Hometown Hero. Der Lokalmatador Berkan Badur, von dem ich gehört habe, dass er ein ausgezeichneter Allrounder sein soll, hast du ja vorher angesprochen, das ist so eine Komponente, die dich im MMA länger leben lässt, wenn du halt nicht nur eine große Stärke hast, sondern alles ziemlich gut kannst. Und wenn ich mir so die Gym-Stories da erzählen lasse von seinen Trainingskollegen und Kolleginnen, dann scheint das schon ein ziemliches Schweizer Taschenmesser zu sein, der Kerl. Der ist 18 Jahre auch jung, ne? Ja. Also das wollen wir auch nicht vergessen, das ist noch ein 18-Jähriger, ja, der schon fast das komplette Rüstzeug hat. Und überleg mal, wie viele Jahre brauchst du denn, um das alles abzudecken, was du hier im Käfig brauchst, ja, normalerweise. Also da kommt schon wahnsinnig viel Talent dazu. Eine zweistellige Anzahl an Amateurkämpfen schon bestritten in dem Alter. Also da sehen wir die jungen Wilden morgen auf YouTube, auf dem GMC-YouTube-Kanal. Sultani Abdullah haben wir noch gegen Lorenzo Bartsch, auch ein MMA-Fight. Sultani Abdullah vom Fight Club Bergesdorf und Lorenzo Bartsch vom Best Gym. Die werden sich morgen messen, auch ein 22-Jähriger gegen 19-Jährigen. Also wir lassen die jungen Wilden frei, morgen bei den Prelims. Ja, es ist verrückt, Bartsch, der hat ja auch schon 17 Kämpfe gemacht als MMA-Fighter mit 19 Jahren. Ich weiß nicht, also überbehütet sind die nicht. Hubschraubereltern haben die beiden, glaube ich, keine. Unglaublich, unglaublich. Also das die Free Prelims, 3 Kämpfe haben wir da am Start, 2 MMA-Kämpfe, einmal K1. Und nochmal für alle, die ein bisschen später dazugekommen sind. Wir sind ein paar Minuten später dran, weil sich Bösemann verspätet hat.
wurde da verkehrsmäßig ein bisschen aufgehalten. Ich lasse nochmal den Hinweis vom Stapel: 20. Mai, GMC 34. Auf dem GMC Fight Pass läuft das Ganze, German-MMA.de. Da gibt es das Comeback von Michael Smolik, das Rematch gegen Edilson Franca und den Titelkampf im Leichtgewicht zwischen Osama El Zain und Christian Draxler. Also die nächsten Monate werden sehr spannend bei GMC. Ich muss auch sagen, ich halte beide Daumen gedrückt, denn das Verletzungspech hat uns ja in der Vergangenheit auch das ein oder andere Schnippchen geschlagen, dass, hoffentlich wird nicht passieren, es sind nur noch 2 Wochen. Osama El Zain kommt ja auch von der Verletzungspause, hatte eine Augenverletzung, ist körperlich super fit und hat mir gesagt, dass es so frustrierend ist, weil er körperlich in der Form seines Lebens ist. Aber wenn du nur ein Auge zur Verfügung hast, kannst du eben nicht kämpfen. Naja, du überleg mal ein Auge zu und siehst ja mal, wie viel Peripherie dir fehlt. Ja. Der Schlag von links ist nicht zu erkennen, der Kick von links ist nicht zu erkennen. Also ich verstehe sehr, dass er sich da Sorgen macht. Ja. Die Prognose war ja gut, dass alles wieder in Ordnung kommen wird. Nur die Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt, wieder in den Käfig zu gehen? Ja. Und der Osama El Zain lässt sich auch relativ schwer zurückhalten. Ich habe ihn vorher im Training gesehen, auch wenn er junge Leute coacht, der ist so dabei, der lebt für den Sport. Aber Christian Draxler ist eigentlich auch so eine lebende deutsche MMA-Legende. So viele Kämpfe, so viele Schlachten geboten. Ich freue mich sehr darauf, sein Comeback hier bei GMC zu sehen. 20. Mai, wie gesagt, GMC 34. Da geht es dann um den vakanten Titel im Leichtgewicht. Ja, wir warten immer noch auf Bösemann, der auf Manuelsen treffen wird. Aber was lange währt, wird endlich gut. Vielleicht sehen wir ja heute schon ein bisschen Vorgeplänkel und Action. Also ich habe mir mal ein T-Shirt angezogen, dann kann ich es zerreißen. Ja, ich bin neidisch, dass du das T-Shirt angezogen hast, denn wir kriegen einen Vorgeschmack auf das, was die Kämpfer hier erwartet. Wir schwitzen, wir ölen eigentlich schon nach 2 Minuten. Das kommt ja noch zusätzlich hinzu, dass du hier natürlich schon aufgeheizt wirst, ohne dich warm zu machen. Ja, Rampenlicht kann man sprichwörtlich und buchstäblich so interpretieren. Es ist verdammt heiß hier im Cage und morgen sind so 2000 Augenpaare auf dich gerichtet. Das macht es noch ein bisschen heißer. Da wird Adrenalin sein, da gibt es Action im Cage, da fliegen die Fäuste, die Kicks. Da gibt es Takedowns und Submissions zu sehen. Wir haben alles zu bieten. Also die Boxfans kommen auf ihre Kosten, die Kickbox-Fans kommen auf ihre Kosten und die MMA-Fans, die wir ja sowieso jeden Monat hier haben, ohnehin. Finde ich eine wunderschöne Geschichte, dass man bei GMC sich diesen Schritt jetzt auch gegönnt hat, dass man die Kampfsportarten zusammenbringt in einem Käfig, denn ich glaube nicht, dass es in Deutschland schon mal eine Veranstaltung gegeben hat mit einem Boxkampf im Käfig. Ja, das kann tatsächlich sein. Ich habe es jetzt nicht faktenmäßig nachgecheckt, aber jetzt, wo du es sagst, und das hat ja auch so eine Zukunft. Ich meine, nicht nur dieses im Käfig Boxen, sondern auch, dass sich YouTuber duellieren. Wenn man auf die Verkaufszahlen schaut in Amerika, wenn die Paul-Brüder kämpfen zum Beispiel, da musst du schon ein Canelo sein oder, keine Ahnung, ein hochklassiger Heavyweight-Boxer wie Deontay Wilder, damit du diese Einnahmen generierst. Deswegen finde ich, man darf sich nicht dagegen sperren, man muss das Positive sehen und ich sehe vor allem eine große Chance, wenn Leute mit großer Reichweite und großem Bekanntheitsgrad und einer völlig verschiedenen Fanbase hier reinkommen, ist das vielleicht für alle Kampfsportarten gut, weil vielleicht auch Fans hängen bleiben und das kann für uns nur positiv sein als Kampfsportgemeinde. Solange es nicht so ausgibt wie bei der letzten Universum-Veranstaltung und es dann eine totale radikale Prügelei aushat, ich glaube, das wird hier relativ sportlich geklärt. Dafür haben beide Parteien auch im Hintergrund gesorgt, was ich sehr schön und sehr gut finde. Denn es scheint tatsächlich so zu sein, dass wir uns es im Käfig austragen. Das hoffe ich auch und das ist ein sehr guter Hinweis. Erstens nicht mehr anreisen morgen, wir sind komplett ausverkauft. Also da lohnt es sich nicht, sich ins Auto zu setzen. Wenn, dann unter german-mma.de den Pay-Per-View kaufen für 12,99 €. Und bitte auch alle Zuschauer, die morgen hier sind, sportlich bleiben. Auch wenn der geschätzte Favorit vielleicht verliert, sportlich bleiben. Wir sind hier nicht auf der Straße, das ist keine Straßenschlägerei. Heute machen wir das Vorgeplänkel, aber morgen wollen diese Rivalitäten dann sportlich geklärt werden und das ist das Wort, das ich da in den Mittelpunkt stelle. Ja, es hat ja von uns auch keiner mit dieser Rivalität zu tun. Die beiden müssen es unter sich klären und genau dafür haben sie entschieden, es hier zu tun. Ich bin da sehr positiv gestimmt, dass das auch klappt. Ich weiß, ich habe Bösemann ein bisschen im Hintergrund noch gesehen, der hat da schon auch sehr intensiv drauf hingearbeitet. Da haben wir ja noch ein bisschen Sorgen gehabt am Anfang dieser Fehde. Das sieht jetzt eigentlich schon, sagen wir so, vernünftig aus. Ich weiß nicht, ob sie Freunde werden, sagen wir es mal so. Eher nicht. Aber den Respekt könnten sie sich erwerben gegenseitig. Das wäre morgen möglich. Es ist tatsächlich ein bisschen ein Hassduell. Also vielleicht nicht so hundertprozentig, aber es ist schon eine gehörige Partie, Antipartie vorhanden. Und das ist vielleicht auch so der ideale Zündstoff für so ein Duell. Wenn die Technik nicht bei 100% ist,
dann halt das Entertainment und vor allem die bösen Absichten hochschrauben, dann kann es auch gut werden. Ja, du weißt ja, was das freisetzen kann. Da musst du nicht immer technisch begabt sein. Haben wir alle da? Ist ja großartige Geschichte. Dann können wir also beginnen mit dem offiziellen Weigh-in. Jawohl. Dann starten wir mit der Showwaage und wir gehen der Reihe nach vor. Wir haben morgen 8 Kämpfe, 3 Free Prelims und dann 5 auf der Maincard. Nochmal der Hinweis, german-mma.de, 12,99. Dieses Mal nur exklusiv als Pay-Per-View erhältlich, also nicht über den normalen Fight Pass. Und dann rufe ich mal den ersten Kämpfer zu mir in den Ring, der morgen Abend die blaue Ecke bekleiden wird in einem MMA-Catchweight-Kampf bis 80 Kilogramm. Er ist 24 Jahre jung, 1,84 groß, bisher ein Kampf, ein Sieg. Er kommt aus dem Best Gym aus Deutschland, Vlad Pristoma. Junger, motivierter Kämpfer aus Bergisch Gladbach. 86,8 Kilogramm Catchweight Limit erfüllt für Vlad Pristoma. Und auch seinen Gegner wollen wir nicht vergessen. In die rote Ecke rufen wir mit 18 Jahren noch sowas wie das Küken morgen bei der Veranstaltung. 2 Kämpfe bereits absolviert, 1,86 Meter groß, natürlich aus dem Fight Club Gelsenkirchen. Wir rufen hier in den Käfig Berkan Badur. ...79,2 Kilogramm. Das ist unser Eröffnungskampf morgen Abend. Wir beginnen um 19 Uhr auf YouTube, auf dem GMC-YouTube-Kanal mit einem Live-Act von Faber und dann startet dieses Auftaktduell Vlad Pristoma gegen Berkan Badur. Im zweiten Kampf des Abends geht es zur Sache im K1 Kickboxen. Es wird sich getroffen im Catchweight bis 88 Kilogramm. In der blauen Ecke steht ein 16-jähriger Senkrechtstarter. Er ist 1,90 groß, bisher ein Kampf, ein Sieg aus dem Best Gym in Deutschland, Robert Nickel. ...86,8 Kilogramm, Catchweight-Limit erfüllt für Robert Nickel. Sein Gegner gerade mal 2 Jahre älter, in die rote Ecke rufen wir mit 1,87 Meter Größe. 7 Kämpfe bisher bereits absolviert, ist noch ungeschlagen in seiner Karriere hier. Felix Gülka! ...87,6 Kilogramm bringt der Felix auf die Waage. Der zweite Kampf also des Morgenabends, auch hier Catchweight. 88 Kilogramm haben wir uns aufs Limit geeinigt. Das ist Fight House Hamburg. Fight House Hamburg. Elite Fight House. Elite Fight House. Dieser Kampf findet morgen statt im K1 Kickboxen und danach gibt es den letzten Kampf. Der Free Prelims, kostenlos auf YouTube, German MMA Championship YouTube-Kanal. Abonnieren. In die blaue Ecke rufe ich den Mann, der morgen im Federgewicht antritt. Er ist 22 Jahre jung. Er kommt aus Deutschland, bisher ungeschlagen, 3 Siege in Folge. Sultani Abdullah. Gerungen.
66,4 Kilogramm für den Mann aus Hamburg vom Elite Fight House. Und sein Gegner in der roten Ecke morgen kann mit 1,87 Meter etwas mehr Körpergröße, 19 Jahre jung, aber bereits 17 Kämpfe absolviert, 12 davon gewonnen. Aus dem Best Gym Lorenzo Bartsch. Oh, ja, genau im Limit, 66,0 Kilogramm, sehr gute Gewichtsarbeit. Das ist der letzte Prelim-Kampf, morgen Abend, 19 Uhr, GMC-YouTube-Kanal. Und dann kommt noch ein Live-Act für euch von Iconic. Anschließend geht's weiter auf german-mma.de im Pay-Per-View für 12,99. Auf der Maincard starten wir dann mit einem Boxkampf im Catchweight bis 67 Kilogramm zwischen zwei MMA-Fightern. Der erste ist 1,73 groß, bisher 4 Profikämpfe aus dem Umagym Löhne, Hamza Davlatmirov. Auch ein Kampf, auf den wir uns freuen dürfen. 67,8 Kilogramm für Hamza Davlatmirov. Und er wird morgen gegenüberstehen, ein Mann aus der Kickbox-Akademie, der auch hier schon für viel Furore gesorgt hat. Auch er mit 4 Kämpfen bereits im Käfig. Begrüßen Sie Kemal Salih! Kilogramm für King K.O. Kemal Salih. Wir wollen den Salto sehen. Da kommt er doch noch, oder? Ja. Ohne Rückwärtssalto kein Kemal. Diese beiden MMA-Fighter werden sich morgen im Boxen duellieren und im Boxen geht es weiter, ebenfalls zwischen zwei MMA-Fightern. Der erste davon wird morgen in der blauen Ecke stehen. Catchweight-Limit 85 Kilogramm. Dieser Mann ist 25 Jahre alt, 1,78 groß, vom Team Schauteren aus Belgien, Wesley Firmans. Kilogramm für Wesley. Und seine Gegner kriegen wir morgen in der roten Ecke. Wesley, hallo. Auch er bereits Erfahrung hier im Käfig als MMA-Kämpfer. Als Boxer habe ich noch nicht gesehen. Bin sehr gespannt, was uns Tobias Balzer morgen boxerisch zu bieten hat. Kilogramm für Tobias Balzer. Schön, dass der da. Jungs, bleibt noch ein bisschen bei mir. Stay with me. Wesley Firmans, how much boxing experience do you have for this fight tomorrow? I have 14 amateur boxing matches, so 14 fights. What do you prefer, boxing or MMA, or is it both? I like it all. I like it all. But boxing is best for me. Did you start in boxing, or did you start doing mixed martial arts? No, I started doing kickboxing. And then I went to MMA,
and then I'll do boxing. Why will you win this fight tomorrow? I think my boxing experience is just more, so I think by just boxing him and moving around good, then I will win this fight. So are you more of a volume striker, or is it one-punch knockout power with you? It depends. It depends. It depends on my opponent. Okay. Wesley mit sehr viel Profi-Erfahrung im Boxen, beziehungsweise Erfahrung im Boxen, also das kann morgen den Ausschlag geben. Er vertraut auf seine Technik, auf seine Führhand und sieht sich morgen Abend als Sieger. Da hat natürlich ein Mann etwas dagegen, der ein Publikumsliebling geworden ist hier bei GMC. Tobias Balzer, ein Finisher, egal ob es am Boden ist oder im Stand. Warum gewinnst du morgen Abend? Weil meine Vorbereitung besser war als je zuvor. Wie viel Boxen trainierst du? Wie kann man sich das vorstellen? Du bist ja zunächst mal ein MMA-Fighter, aber wann hast du mit Boxen angefangen und wie oft boxst du pro Woche? Ich habe gar kein richtiges Boxtraining in der Woche. Ich bin einfach nur ein sehr guter Boxer. Ich habe mich viel vorbereitet die letzten Wochen mit Profiboxern. Die beiden sind jetzt auch Champions geworden. Herzlichen Glückwunsch. Und ich fühle mich mega gut, sicher. Glaub mir, das wird der Kampf des Abends. Ich glaube es ja, wenn ich dich sehe. Tobias, du bist immer ein Finisher. Wann sehen wir wieder einen MMA-Fight von dir? Ich bin großer Fan deiner Künste. Kommentiere die Kämpfe sehr, sehr gerne. Ich bringe erstmal den Kampf hinter mich und dann schauen wir mal. Es gibt Optionen. Ich will auch wieder MMA kämpfen und in den nächsten 2 Monaten kommt bestimmt was. Wirkst du heute ein bisschen ernsthafter? Bist du besonders fokussiert? Wie lief die Vorbereitung? Die Vorbereitung lief, wie gesagt, sehr gut. Ich hatte sehr viele verschiedene Sparringspartner und ich fühle mich richtig gut, wirklich. Wirklich. Das wird der beste Kampf morgen. Leute, ihr habt es gehört, es wird der beste Kampf morgen. Tobias Balzer und Wesley Firmans. Boxing Action hier bei GMC. Machen wir einen Switch noch, oder? Ja. Den 7. vor dem 6. Okay. Ladies first. Okay. Gute Geschichte. Also, MMA-Action gibt es morgen zu sehen zwischen 2 Frauen. Und zwar werden die eine technisch feine Klinge schwingen. In der blauen Ecke, in einem Catchweight-Kampf bis 68 Kilogramm, wird eine 24-jährige Kämpferin stehen. Sie ist 1,70 groß. 24 Siege, 8 Niederlagen vom Team Lucky Punchers aus Deutschland, Annabelle Honert. Kilogramm für Annabelle Honert, Catchweight Limit erfüllt. Und auch ihre Gegnerin hat es in sich. Ebenfalls eine sehr starke Kämpferin, 17 Siege bei 2 Niederlagen. Auch sie mit 24 Jahren noch eine junge Fighterin, eine entwicklungsfähige. Und die Entwicklung haben wir ja zuletzt von ihr noch sehen können. Aus dem Tiger Gym Kerpen, Christina Breuer. Kilogramm für Christina Breuer, erste Frau, die bei One Championship aktiv war, Infusion Champion, hochdekorierte Fighterin. Morgen Abend gibt es sie zu sehen unter german-mma.de im Pay-Per-View für 12,99. Noch kurz bei mir. Annabelle, du lächelst siegesgewiss. Warum nimmst du das Ding morgen Abend mit nach Hause? Ich habe mich 2 Monate vorbereitet für einen Kampf, der eigentlich morgen gewesen wäre. Und habe ich hier das Angebot bekommen für GMC. Und wie kann ich das abschlagen? Diese tolle Arena, der Cage, das ist einfach Wahnsinn hier. Ich freue mich auf einen tollen Kampf. Wäre auch ein MMA-Kampf gewesen, bei dem du angetreten wärst? Nein, das wäre K1. Genau.
Wieso fasziniert dich Mixed Martial Arts als Kickboxerin? Worin liegt der Reiz? Einfach auf das ganze Mixed-Zeug, weil man alles machen kann, weil ich frei sein kann und das möchte ich. Wo siehst du deine Stärken, im Stand oder auf dem Boden? Ich bin sehr variabel, also ich mache beides, ich mache alles gerne. Meine Grundlage basiert auf Valetudo, ne? Da ist ja alles drin und das ist das Ziel von meinem Trainer und mir, überall das Beste rauszuholen. Wenn es ideal läuft, wie siehst du dich morgen Abend gewinnen? Submission, über die Runden, wird es ein Knockout? Das entscheide ich spontan. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich glaube, du hast sehr viel Bock auf diesen Kampf. Ist es nochmal so eine extra Motivation, sich vorzustellen, dass da morgen Abend 1000 Leute sind, die frenetisch jubeln werden, die richtig laut sein werden? Absolut. Das Publikum ist toll. Alle sind toll hier bei GMC. Ich freue mich total. Wir freuen uns auf dich, Annabel Honert. Christina Breuer jetzt bei mir, Kickbox-Spezialistin. Morgen gehst du über ins MMA. Ich stelle dir auch diese Frage. Worin liegt der Reiz im Mixed Martial Arts? Es ist einfach vielfältiger, man kann sich ein bisschen mehr entfalten. Es ist einfach dieses Game und es ist einfach spannender. Ich hatte im letzten Interview schon gesagt, ein Griff und der ganze Kampf kann vorbei sein, egal ob du im Stand am Führen bist oder nicht. Und das ist halt vielleicht noch das Spannende und natürlich die kleinen Handschuhe. Ich habe dich in den letzten Wochen auf Instagram verfolgt. Du hast wirklich sehr hart gearbeitet und so eine richtige Transportation so in den anderen Körper hingelegt. Also es waren ja doch einige Kilo, die du runter bist. Du hast unfassbar viel trainiert. Hat es dir trotzdem Spaß gemacht? Ich sehe dich immer jeden Tag bei Instagram so lächeln in den Spiegel. Andere würden sagen, boah, 4 Stunden Training, nee, das wäre mir zu viel. Ich glaube, du lebst schon auch dafür, ne? Ich lebe auf jeden Fall dafür. Mich muss auch keiner motivieren, morgens früh aufzustehen, trainieren zu gehen, dann arbeiten gehen und dann nochmal zu trainieren. Ich mache das alles ganz alleine. Ich ziehe das immer zu 100% durch. Ich verzichte auf sehr, sehr viel auf Freunde, Familie etc., nur um dann nachher als Sieger den Käfig zu verlassen. Wir sind deine Familie und wir sehen dich morgen. Auch da die Frage, es ist ein richtiger Hexenkessel. 1000 Leute hier, ganz nah am Cage, richtig irre Atmosphäre. Putscht dich das nochmal so extra? Ja, auf jeden Fall. Wenn die Atmosphäre stimmt, wenn alle am Anfeuern sind, dann macht es am meisten Spaß. Du bist die hochdekorierte Kickboxerin, du hast Titel gewonnen in diesem Bereich. Wirst du dich auf diese Fähigkeiten verlassen oder nimmst du es, wie es kommt? Ich nehme es auf jeden Fall, wie es kommt. Ich bin im Stand sehr, sehr fit. Ich habe mein Bodengame sehr, sehr verbessert. Und ich bin gespannt, wie wir hier morgen performen werden. Wenn du gewinnst, ist es vielleicht auch ein bisschen so ein Sieg für Lorena Cubero, deine Trainingspartnerin, deren Kampf ausgefallen ist. Sie war sehr enttäuscht. Ist das auch nochmal so 5% auf der Motivationstorte für dich? Ja, auf jeden Fall. Also ich trainiere mit Lorena eigentlich jedes Training. Wir machen viel Sparring. Für sie tat es mir jetzt richtig leid, dass der Kampf abgesagt worden ist. Deswegen gebe ich mir nochmal ein bisschen mehr Mühe. Okay, also das klingt nach dem Versprechen, morgen Abend dabei sein. Christina Breuer. Na gut, dann kommen wir zur Crunch-Time des morgigen Abends, Co-Main-Event und Main-Event. Es sind keine 100%igen Kampfsportler, aber es ist 100% Wille da. Es ist 100% Antipathie vielleicht auch in diesen Duellen. Das erste Duell, über das wir hier sprechen wollen und die ersten Kämpfer, die wir zu uns rufen wollen, in diesem Heavyweight-Duell im Boxen, ist der Mann, der morgen Abend in der blauen Ecke stehen wird. Es ist Ayuni. Auf dem Weg zum GMC Cage Ayuni. Er will morgen offene Rechnungen begleichen mit Amar 47 in einem Boxkampf. Kilo glatt für Ayuni. Und auch wenn sie beide keine professionellen Kämpfer sind, wie du es richtig gesagt hast, sind es doch beides Sportler. Und das haben wir auch gesehen letzte Woche beim
Showtraining, herausragende Arbeit da von beiden gemacht worden. Und wir rufen seinen Gegner in die rote Ecke, auf das dann auch dieses Gefecht nach dem Kampf morgen begraben sein wird. Begrüßen Sie mit uns Amar! Amar auf die Waage. 90 glatt, also es könnte auch ein Halbschwergewichtsduell sein morgen Abend im Co-Main Event. Es geht im Boxen zur Sache zwischen diesen beiden. Pay-Per-View-Action unter german-mma.de. Diese beiden Herren werde ich mir nochmal schnappen. Wir fangen an mit dir, Amar. Du wirkst sehr fit. Wie viele Wochen intensive Vorbereitung hast du hinter dir? Ich glaube, mindestens 10 oder 12 müssen das sein. Ich habe dich ein bisschen gestalkt in den sozialen Medien, habe deine Geschichte ein bisschen verfolgt. Du musst sagen, Respekt, dein Leben war ja auch mal auf der schiefen Bahn. Bist du stolz auf dich, dass du hier diesen Weg suchst, dass du die sportliche Herausforderung suchst und nicht irgendwie eine wilde Prügelei außerhalb des Cages oder des Oktagons? Als allererstes möchte ich ein junges Mädchen gratulieren, was hier Geburtstag hat, die liebe Denise. Einen kleinen Applaus bitte für die junge Dame. Das muss sein, oder? Wenn man schon an seinen Geburtstag hinkommt. Absolut, absolut. Props gehen raus. Ich sag mal so, ich glaube, wir haben alle viel Scheiße gebaut. Ist kein Geheimnis. Ich saß schon, habe ein anderes Leben geführt. Lieber klären wir das im Ring, wo es keine Anzeigen und Polizei gibt. Man hat einen Konflikt, den man klären kann. Und wenn ich ihn auf die Mütze hauen kann, ohne danach irgendwelche Konsequenzen zu tragen, dann nehme ich doch lieber diesen Weg, oder? Beste aus zwei Welten, würde ich sagen. Kommen wir zum Sportlichen. Ich möchte es gar nicht zu sehr künstlich anpeitschen. Ich sehe, du bist größer, du bist reichweitenstärker. Kommen wir zur Taktik, zur Strategie, zum Gameplanning. Wirst du auf deine Länge setzen in diesem Duell? Ich sag mal so, ich schaue mir den jungen Mann erstmal an, aber ich muss, glaube ich, nicht so viel auf Reichweite gehen. Ich bin auch einer, der Innenkampf gerne macht. Ich mag es, mich auch zu raufen. Und wenn er eine Knallerei haben will, kann er die haben. Ist das so eine Motivation von dir, morgen den Fight of the Night zu bieten? Vielleicht auch einen richtig sauberen Knockout, so ein paar Highlight-Reels für YouTube zu kreieren? Es wird bestimmt ein paar Reels geben. Und der junge Mann sagte, dass er gut einstecken kann. Glaube ich ihn sogar, aber diese Art von Schläge hat er, glaube ich, noch nicht bekommen. Deswegen redet er so. Was passiert hier morgen Abend, wenn sich diese Tür da vorne schließt, wenn es nur noch euch beide gibt? Was siehst du da vor deinem geistigen Auge ablaufen? Also das Erste, was passieren wird, ist, dass mein Kontrahent Arschwasser kriegen wird. Definitiv. Danach kriege ich einen Tunnelblick und gucken. Vielleicht biete ich euch eine Show, vielleicht ziehe ich das in die zweite Runde, vielleicht machen wir ein bisschen Spielereien. Vielleicht haue ich den auch mit einer Kombination direkt weg. Mal gucken, je nachdem, wie er sich gibt. Wenn er mir sympathisch ist, spiele ich vielleicht mit ihm. Wenn er mir den Schläger machen will, knall ich den vielleicht direkt in die Gitter rein. Mal gucken. Amar ist bereit und ein bisschen Gänsehaut bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir kommen zu deinem Gegner, zu Ayuni. Du wirkst sehr, sehr ruhig. Bist du dir deiner Sache sicher? War das Trainingscamp so, wie du dir es vorgestellt hattest? Absolut, ja. Wie viele Wochen hast du zurückgelegt? Wie viele Wochen waren dann wirklich intensiv, wo du gesagt hast, wow, das wird wieder ein harter Tag morgen? Auch 10 bis 12, so wie er. Also fast ein Vierteljahr. Das ist ja auch so ein Commitment. Ich meine, ihr seid aus der Musikbranche, da kommt ihr her, damit verdient ihr euer Geld. Ihr habt das Ganze, denke ich mal, auch so ein bisschen auf Eis gelegt in der Zeit. Ist es dir das Ganze wert hier, so viel Zeit zu investieren, um diese Rivalität morgen Abend zu klären? Ach klar, sportlich ist doch immer gut. Ich mache ja auch generell neben der Musik sehr viel Sport. Das hat eigentlich alles gut gepasst. Ist so ein Ziel von dir, morgen Abend am Ende auch respektvoll auseinanderzugehen, oder ist es dir egal, wie es ausgeht, Hauptsache du gewinnst? Ach natürlich, wir klären die Sache morgen sportlich, dann ist es gut. Wie siehst du es ablaufen?
Wie gewinnst du über die Distanz? Machst du es technisch? Hast du irgendwelche Tricks, die du vielleicht im Training entdeckt hast? Oder wird es ein Knockout? Sag uns mal ein bisschen was. Das sehen wir morgen. Werden wir morgen sehen. Warum sollten die Fans den Kampf nicht verpassen? Die Hütte wird morgen voll sein, ausverkauftes Haus hier. Weil ich bei Böser Sound gesigned bin. Das sind nur die bösen Jungs. Wie viel Energie wird dir das geben? Was denkst du? Ich meine, du bist es gewohnt, vor Leuten auch zu performen. Du bist ein Musiker, aber hier sind dann doch morgen so viele Leute, dass du keine nasse Zeitung mehr reinquetschen können wirst. Wie viel Energie wird dir das geben? Ich gebe mein Bestes, 100% Energie. Okay, er hat den Tunnelblick. Dann will ich nicht weiter bei der Vorbereitung stören. Diese beiden Männer bestreiten den Co-Main Event. Es wird ein Boxkampf und ihr solltet ihn sehen. Beim Main Event gibt es ein bisschen die Psychospielchen, lieber Harry. Also vorher war Bösemann weg, jetzt ist Manuelsen weg. Ich glaube, da werden die Kopfspielchen ausgegraben. Ich denke auch, das wird eine große Rolle spielen, aber das geht ja auch schon seit Wochen so. Ich denke mal, beide werden auch froh sein, dass ich das jetzt morgen mal entladen kann. Ja, okay. Ich würde dann trotzdem sagen, ohne weitere Umschweife, es ist der Kampf, für den die meisten Leute hier sind. Es ist der Main Event, es ist der Hauptkampf. Es ist die Kirsche auf der Sahnetorte, morgen Abend bei GMC, der Special Fight Series. Und ich rufe den Kontrahenten in den Ring, der in der blauen Ecke stehen wird, in diesem Heavyweight Boxing Match, Bösemann! Fünfmal zwei Minuten in unserem Hauptkampf. Es geht im Boxen zur Sache, im Schwergewicht. Schon der Handshake ist stabil bei Bösemann, der sehr motiviert wirkt. Eine Hälfte unseres Main Events betritt die Waage. Kilogramm für Bösemann. Okay, ohne Kette sind es vielleicht 110, aber er ist ein stabiler Typ. Eine Hälfte unseres Main Events. Man sieht sehr schön, die Bergläufe haben gefruchtet. Seine Gegner sehen wir morgen in der Rotecke. Bringt ein bisschen mehr Größe und vermutlich auch ein bisschen mehr Gewicht mit. Und hat letzte Woche beim Showtraining einen richtig starken Eindruck hinterlassen. Begrüßen Sie mit uns Manuelsen! Kilogramm verteilt auf 1,97. Das Wort Heavyweight hat nie besser gepasst für Manuelsen. Main Event, 5x2 Minuten im Boxen. Ich werde versuchen, noch ein paar Statements abzugreifen von beiden. Manuelsen, komm zu mir. Du bist eine wuchtige Erscheinung, aber ich habe dich genau verfolgt bei deinem Pressetraining. Gute Beinarbeit, lange Führhand. Siehst du dich als den besseren Boxer in diesem Grudge-Match, in diesem Hassduell, wie es viele bezeichnen? Nee, absolut nicht. Ich habe trainiert und ich
komme morgen hin, um das umzusetzen, was wir trainiert haben. That's it. Du wirkst sehr respektvoll, sehr geerdet, sehr ruhig. Du bist auch dem Stare-Down aus dem Weg gegangen. Du wolltest hier nicht zusätzlich Hass schüren. Stellst du das Sportliche morgen vielleicht sogar ein bisschen in den Vordergrund? Ist es nicht die Entertainment-Schlacht, die sich alle erhoffen? Wird es ein sportliches Duell hier im Cage bei GMC? Also, ich kann nicht von jedem verlangen, dass er das versteht, was ich denke. Aber ich bin den Stare-Down nicht aus dem Weg gegangen. Mhm. Und das ist einfach eine sportliche Auseinandersetzung, die morgen stattfinden wird. Und das werden wir machen. Das klingt doch durchaus vernünftig. Wo siehst du deine Stärken als Boxer? Gibt es vielleicht auch boxerische Vorbilder, die du hattest in deiner Jugend, die dich zu diesem Sport gebracht haben? Es hat ja doch sehr gut ausgesehen, was du uns da gezeigt hast. Ich hatte die Vorbilder, die jeder hatte. So, ne? Und ich sehe mich nicht als den besseren oder schlechteren Boxer. Ich bin im Grunde genommen Musiker. Mhm. Okay? Und das, was wir morgen hier machen, ist eine Art und Weise, das auf alte Schule zu klären. Und das machen wir einfach. Es ist ein Commitment, wenn du, wie gesagt, Musiker bist und einfach nicht die Zeit investieren kannst in deine Musik, die du sonst investierst. Mhm. Ist es dir das wert, das Ganze, um, wie du sagst, dann am Ende Klarheit zu haben, dann einfach einen Strich drunter zu ziehen und diese offenen Rechnungen zu begleichen morgen Abend? Ja, machen wir einfach. Alles gut. Okay. Wenn es ideal läuft für dich, wie siehst du dich gewinnen? Oder du hast einen interessanten Satz gesagt, der mir da einfällt. Das Schicksal ist sowieso besiegelt, wir können nur vorbereitet darauf sein, aber trotzdem eine ideale Vorstellung, wenn du sagen könntest, ich möchte meine Fähigkeiten so zeigen, wie ich es mir wünsche. Wie läuft dann dieser Kampf morgen Abend ab? Die ideale Vorstellung ist das, was wir trainiert haben, hier umzusetzen. Und das, was es dann gebracht hat, sehen wir dann. Okay, dann viel Glück für morgen Abend, für diesen Main Event. Sehr respektvolle Töne. Wir kommen zum anderen Part des Hauptkampfes. Ich habe alles gesagt, was gesagt wurde, ab morgen geht's zur Sache und fertig. Wir haben einen komplett anderen Vibe bei dir. Du bist sehr aggressiv. Ich hab die Schnauze voll von diesem ganzen Hin und Her und das und Vibes und hier und Technik, Vorbereitung. Dies, das, mal scheiß drauf. Ja, aber das ist doch fertig. Letzte Frage. Wie gewinnst du diesen Kampf morgen Abend, Bösemann? Lasst euch mal überraschen. Okay, es klingt nach einer Überraschung. Es wird ein Main Event mit sehr vielen Unwägbarkeiten. Es steht viel auf dem Spiel. Zwar kein Titel, aber Persönliches zwischen Manuelsen und Bösemann. Und das war's mit der offiziellen Showwaage vor der ersten Ausgabe der GMC Special Fight Series. Seid morgen Abend dabei, ab 19 Uhr auf YouTube und dann Pay-Per-View-Action unter german-mma.de. Für Harry Weber, ich bin Sebastian Hackel. Good fight, good night. Ich schätze ihn aber nicht so ein, dass diese Frustration, die sozusagen hemmt, besser zu werden. Ganz im Gegenteil. Ich denke, es wird sein Ehrgeiz und sein Wille, sich weiter im MMA zu etablieren, noch verstärken. Und er wird noch besserer Athlet und Kämpfer werden. Edison Franka hat es geschafft, Michael Smolik zu bezwingen. Es ist der Erste, der Michael Smolik in seiner professionellen MMA-Karriere besiegt hat. Trifft hier auch starke Schläge. Das kann gefährlich werden für Smolik. Glückwunsch an meinen Gegner. Nach 6 Jahren Pause wieder so eine Leistung abzurufen, verdient sehr, sehr großen Respekt. Und ich habe nicht die Leistung abgerufen, die ich gewohnt bin von mir. Ich war schon tot nach der ersten Runde. Ich weiß nicht, woran es lag. Der Nilsson hat das einfach viel, viel besser gemacht und hat auch verdient gewonnen. Und ich habe verdient verloren und ich muss jetzt das Beste daraus machen, reflektieren und ja, meine Fehler verbessern. Ich werde jetzt auf keinen Fall mich in die Ecke verkriechen und mit MMA aufhören. Ich werde an meinen Defiziten arbeiten, an meinen Fehlern arbeiten und stärker zurückkommen. Schlacht geliefert, gut gegen guten Mann gekämpft, der sowohl im Stand als auch im Boden sehr gefährlich war. Absolut. Also Respekt an dieser Stelle und das sagen wir nicht nur, weil wir jetzt mit Smolik befreundet sind. Also das ist jetzt eine objektive Meinung. Der Typ hat auf jeden Fall eine Menge Halbschläge bestellt in Deutschland. Genauso gefinisht, wenn nicht sogar früher. Da sitze ich nun, wie der größte Lappen auf der Welt. Manchmal
läuft es halt nicht im Leben so, wie man sich es vorstellt. Jetzt einmal den lieben Gott danken, die ganze Familie, die in Brasilien gerade zuschaut, Mutter, Kind, die ganze Familie einfach, sein Manager und Coach Daniel, der das hier alles ermöglicht hat, der ihm die Möglichkeit gegeben hat, mal wieder zu kämpfen. Der freut sich einfach, nach 6 Jahren mal wieder rein zu können und zu kämpfen. Er hofft es auf jeden Fall, wieder rein zu dürfen und ist ready für den nächsten Krieg hier. Obrigado, Edilson Franca.